Hallo und herzlich willkommen hier bei Minecraft. Wir sind hier in unserem schönen Häuschen und wir sehen hier an der Anzeigetafel momentan noch nichts, aber wir haben sie schon so weit eingerichtet, dass sie funktioniert. Können wir sehen, wenn mal ein Zug fährt. Fährt jetzt leider keiner. Aber ihr seht einfach die Abschnitte. Das ist das Gleis von uns vom Bahnhof bis zum End und von End wieder zurück. Dann gibt es eine Abzweigung zur Stromseite, Wollefarm und Holz. Da ist Gleis 1, Gleis 2, wo die Züge stehen, die sind noch nicht angeschlossen. Aber okay. Das ist mal so noch im Bau, aber ihr seht, es nimmt Form an. Dann wurden meine Gebete erhört von Schüssel Mod. Es gibt da diesen Block, das ist der Autoschüssel, das habe ich mir eigentlich immer schon gewünscht. Den kann man hier platzieren und hat die Chance, dass man hier drin automatisch Schüsselblöcke herstellen kann mit Pipes reinpumpen, rauspumpen. Coole Sache, finde ich sehr gut. So, Nachrichtenbuch über der Tür, das ist klar. Mal laden. Was wir in dieser Folge machen, ist, wir schauen uns mal mit Remote.io was an. Da haben wir schon mal ein bisschen rumgespielt. Da kann man ja über Wireless andere Maschinen ansteuern, zum Beispiel. Oder man kann auch, wenn wir hier gucken, Remote Inventory. Kenne sicher einige schon aus anderen Mods. Wir verwenden das hier, Remote Inventory. Sollte eigentlich schon der Name sagen, was da passiert. Was brauchen wir hier noch? Ich bin immer nicht dazu gekommen, das Texturenblock zu ändern. Das muss ich echt mal machen. Es gibt ja viele Blöcke, die mir nicht gefallen mittlerweile. Aber okay, damit muss ich halt leben. Wir haben ein Remote Interface. Wir brauchen einen Wireless Transmitter. Davon werden wir zwei brauchen. Deswegen können wir gleich zwei machen. Dann müssen wir die zwei kombinieren und bekommen Remote Inventory. Gut. Ah, okay, den kriegen wir wieder zurück. Na egal. So. Da haben wir mal das Inventar. Jetzt weiß ich nicht, ob das so klappt oder nicht. Das würde ich gern, das Inventar nicht weit weg hinstellen. Das würde ich eigentlich am liebsten. Stellen wir das mal hier rein. Oder einen kleinen Räumchen dahinter. Brauchen ja nicht viel Platz. Mal gucken. Hier mal eins Platz, ja. Es geht ja nur rein, just damit es da steht. So, jetzt weiß ich nicht, ob der Strom braucht oder nicht, aber das werden wir gleich sehen. Und dann war das genau da gesaved. Zack. Das heißt, wir sind hier verbunden, Freundin. Merkt ihr das? Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so funktioniert. Aber wir mal gucken, ob wir jetzt, wenn wir einen Hopper nehmen. Da hat sich ja einiges getan in der letzten Version. Deswegen ist das schwer zu sagen, wie das jetzt genau funktioniert. Im Normalfall müsste jetzt, wenn ich hier was reinpumpe, so, auf die Cobblestone, müssten die in mein Inventar landen. Machen sie eben nicht, weil hier bestimmt noch was fehlt. Und zwar gibt es so komische Karten hier. Ich glaube, Item Transfer Dingspups, oder? Fluid Essence Energy RF Remote Common Flash, ne, warum nicht? Remote Access Upgrade, das könnte durchaus stimmen. Da brauche ich ja, das wird sicher so sein. So, die mittlere Karte habe ich. Dann brauche ich hier noch so eine Blank-Karte. Und hier haben wir auch einen neuen Mod. Ihr seht, die Blank-Karte schaut so aus, wird mit drei Eisen gemacht. Und wenn ich hier drei Eisen reinlege, kriege ich ganz eine andere raus von Electric Age. Deswegen haben wir da einen Mod drauf. Ich muss da nur jetzt nur gucken, wir brauchen dazu einen Vanilla Crafting Table hier. Tun wir das hier rein, kriegen wir auch das raus, aber wir haben unten einen Pfeil und können auf das andere umschalten und kriegen das Richtige raus, was wir brauchen. Da gab es ja schon Probleme in letzter Zeit. Deswegen habe ich den Mod darauf gemacht. Der heißt irgendwie No More Crafting Conflict oder so heißt der. Oder No Crafting Conflict. So. Aha, jetzt ist aber unser Chip weg. Jetzt habe ich aber dafür die Karte. Vielleicht brauche ich nur die Karte da rechtsklick machen. Aha, okay. So, die Karte ist drin. Jetzt muss ich wahrscheinlich einen neuen machen und speichern und. Nö, auch nicht. Vielleicht muss ich jetzt noch ein Item machen, weil ich will ein Item transportieren. Vielleicht brauche ich noch ein Item. Mal gucken.
wie das Ganze handhabt ist. Ich weiß es ja selbst nicht, muss ich ehrlich sagen. Wie das in der neuen Version ist, so, da brauche ich wieder dreimal Eisen. Das muss ich wieder in einen anderen Crafting Table machen. Drei Stück. Na komm, schon um so. Damit wir das hier verwenden können. Heute haben wir hier Kisten, sollten wir haben. Item. Bin echt gespannt, ob das so funktioniert. Ich weiß nicht, auf alle Fälle haben wir keinen Stein. Zack. Jetzt auch noch nicht. Ah, warten, vielleicht muss ich das noch anders machen. EO-Tool gibt es ja auch noch. Habe ich das einstecken oder liegt das hier irgendwo? Nein, hier liegt keins. Dann muss das in der Mähe liegen. EO-Tool. Da ist es. Hä? Achso. Vielleicht kann ich das mit denen irgendwie konfigurieren noch. Ah, Rechtsklick, okay. Upgrade ist klar. Inventor, Armor, Inventor. So. Item Transport Chip Upgrades, ja. Das heißt, eigentlich müsst ihr ja hier ja schon was machen, oder bin ich blöd? So. Weil gelinkt ist er auf den hier. Wenn ich den nach unten nehme, zack. Ist saved. Hä? Habe ich jetzt mal die Stellen bekommen? Nein, da habe ich nur rausgenommen anscheinend. Inventar, das ist klar. Armor ist auch klar. So, dann gucken wir mal. Wir haben Upgrades noch. Was haben wir denn da noch an Upgrades so? Simple Common Flash, ne, brauchen wir nicht. Remote Access haben wir jetzt. Vielleicht müssen wir rausnehmen? Nein, auch nicht. Energy will ich nicht transferieren. Das ist ja Remote Inventory. Remote Interface Inventory? Water. Wireless Transmitter. Den braucht man für das Remote Inventory. Remote Inventory. Also so müsste das Normalfall passen. Oder ich mache noch immer irgendwas falsch. Upgrade. Muss ich näher dran stehen vielleicht? So. Oder muss ich das irgendwie in die Hand nehmen? Rechtsklick machen oder so? Nein, das kann ich nur rein tun. Ah, jetzt, was haben wir denn jetzt gemacht? Hallo? Oh, okay. Irgendwas habe ich glaube, Rechtsklick drauf gemacht mit denen in der Hand. Dann ging's. So, jetzt mal gucken, wie weit die Range geht. Und die scheint relativ weit zu gehen, also sehr gut. Also es funktioniert schon mal, das ist mal sehr gut. Jetzt möchte ich aber mal testen, wenn ich jetzt Warp Spawn mache. Und mal hier weglaufe, wie weit ich laufen kann. Okay, also die Range ist anscheinend ziemlich weit. Das ist cool. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Nach 8 Minuten haben wir es geschafft, das zu machen. Na gut, so, hier sehen wir schön, der Zug fährt gerade Abschnitt 4. Mal ein bisschen warten, kommt er jetzt dann zu Holz. Abschnitt 5 fährt er nicht mal an, Abschnitt 5 ist ein bisschen. Na doch, fährt er noch kurz an und dann kommt er schon Holz. Also er ist gerade Holzladen, bringt es dann über Abschnitt 20, 21, 22, 23 nach Strom. Dann wieder 23 und 24. Und sollte dann eigentlich wieder auf Gleis 2 gehen, aber Gleis 2 ist noch nicht. Nee, Gleis 1 ist Baumfarm. Gleis 1 ist aber noch nicht angeschlossen. So, jetzt haben wir das mit diesem Remote Inventar geschafft. Jetzt müssen wir nur noch andere Sachen machen. Und zwar, ich glaube, ja, haben wir drauf. Es gibt ja so ein Translocator. Die möchte ich mir jetzt noch bauen. Mit den Pisten. So, die und ich brauchen Nuggets, die sind hinzugefügt von Translocator, wie man sieht. Dann brauche ich noch Kiste. Ein Stück. Dann brauche ich Essen. Da werden wir gleich ein bisschen durchschmelzen. Und ich brauche Fackeln. Da haben wir nicht mehr viele. Die können wir auch nicht automatisch craften lassen.
Na hier, Beeswax. Es gibt eigentlich für eine Rezepte alles für dämliche Fackeln. Nehmen wir einfach das. Komm. So. Zack, so sollte genügen. Dann ein bisschen Essen durchschmelzen. Zack. Damit wir ein bisschen haben. Eigentlich könnte ich ja Miet hinnehmen. So, nach unten gehen und hier unten in den Ofen reinwerfen, damit es auch automatisch zukommt. Okay, da ist ein bisschen lang jetzt. Warum das so lang ging, weiß ich gerade selbst nicht, aber okay. So, Freunde, du weiter mal hier. Ich habe nicht ewig Zeit. Hallo, also hat er sich kurz aufgehangen? Gut, das wird jetzt durchgejagt und dann sollte man schon ein bisschen was haben. So, was hat denn hier umgebaut? Unser Mistkäfer, Quarz, Quinstone, eine Lampe, Metakondenser. Da hat er ja irgendwas rumgefuscht. Keine Ahnung, was denn das? Tja, du ist Quarz. Okay, nee, da brauche ich andere Texturen, die gefallen mir nicht. Ich brauche noch Meat. 4, 5, 6 Stacks passt. Dann kommt hier hinten noch eine Kiste hin. So. Was mich noch interessieren würde, könnten mehrere Leute auf dieses Interface zugreifen? Das müsste man auch noch mal gucken. Das wäre auch noch gar nicht so schlecht zu wissen. Dann könnten mehrere Leute dasselbe Interface nutzen. So, nehmen wir mal so. Dann kommt hier noch Camouflage Blöcke rein, damit das keiner sieht. Kann ich die anderen ein bisschen ausdrücken. So, Item Translocator kommt hier einer und hier einer. Dann kommt hier ein Nugget drauf. Das bedeutet, dass hier drin der Filter so gesetzt wird, dass nur das wirklich in dein Inventar landet. So, ich möchte immer 32 Fackeln und 32 Essen haben, und wenn ich hier draufklicke, sieht man hier, dass er das eigentlich dorthin senden würde. Und wenn ich jetzt hier alles reinwerfe, müsste er mir jetzt das aufladen. Man sieht, zack, und das kommt dann alles in mein Inventar. Zack. Gut, mir wäre das aber fast lieber, wenn das langsamer gehen würde. Kann man das irgendwie sagen, Freundin, du mal ein bisschen langsamer oder so? Glaube ich nicht, oder? The Out of the Block. Lockname, aha. Crafting Grid. Kann man nicht craften, okay. Schade. Dass mir ein bisschen so Speed einstellen könnte, das wäre echt gut, aber geht wahrscheinlich nicht. So, wenn wir jetzt, nehmen wir an, essen. Jetzt gehen wir mal ganz weit weg mal von hier. Schauen uns mal die Sachlage an, wie das wirklich funktioniert. Ui. Wir gehen mal hinter zu unserer Wollefarm. Komm, 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 komm. So, und würden hier mal essen. 32. Und gleich wird hier nachgefüllt. Dasselbe auch mit den Fackeln, nehmen wir an, ich platziere jetzt eine. Zack, wird gleich nachgefüllt. Das heißt, ich habe unendlich viel Fackeln. Und Essen bei, das finde ich echt gut, gerade so beim Bauen und so ist das nicht schlecht. So, hier haben wir jede Menge Squid, da würde ich gerne mal gleich ein paar killen. So, wenn wir die Chance schon haben, ein bisschen Inksäcke zu kriegen. Inksäcke kriegt man ja, wenn man sie braucht, eigentlich immer schwierig, muss ich sagen. So, zack, zack, du noch. Wir haben ja schon 12, das ist gar nicht so schlecht. Ich kann da Looting 3 Schwert rausnehmen. Dann wären es ein bisschen mehr, aber okay. Jetzt haben wir schon 18, naja. Und das alles in fast ein Chunk. Das ist, muss sagen, ganz ungewohnt. Ich habe ein bisschen die Spawnrate der Monster und Tiere runtergestellt, weil die sind ein bisschen zu viel gespawnt, meiner Meinung nach. So, hier haben wir die Schafe. 900 haben wir im Durchschnitt, 600.
600, 600. Ja, so 600, okay. Warum die eine? 8, knappe 900. Schwarze Wolle, 900, okay. Hier sind die Signale für die Züge, damit der Zug weiß, wo er gerade sich befindet. Da hat der Murdoch hier draußen Zugsignal aufgehängt. Hier. Nach hier und einmal auch durch das Haus durch. Die andere Seite und hier geht es dann wieder raus mit dem Zug. Damit wir immer wissen, wo die Züge unterwegs sind. Später werden ja mal mehr fahren. Mal gucken, vielleicht machen wir das auch noch irgendwie mit Computercraft zusätzlich eine Anzeigetafel. Das schauen wir mal. Auf alle Fälle haben wir jetzt immer unsere Items am Mann. Dasselbe kann man jetzt auch umgekehrt das Spiel machen. Man kann auch rausziehen lassen. Weil man sagt, maximal ein Stack Cobblestone darf drin bleiben und der Rest kommt rausgezogen. Wäre natürlich auch möglich. Oder was könnte man denn noch nachfüllen? Eigentlich immer ein Stack Stein hätte ich auch immer gern bei mir. Aber da müsste ich dann irgendwie mit dem ME zusammenarbeiten. Da muss ich dann gucken. Jetzt mal schauen. Ghostblöcke haben wir noch zwei. Die werden wir jetzt da unten reintun, damit das keiner sieht. So. Dann ist da in Wirklichkeit kein Raum und die Leute wundern sich, hä, was ist los? Irgendwann mal. Irgendwann mal stehen sie da, hä, was ist denn hier? Könnte ich sagen, naja, würdest meine Videos schauen, dann wüsstest du es. Gut, dann würde ich auch sagen, schaut das Video an, auch das nächste, und wir sehen uns wieder, Leute. Macht's gut, tschüss.